Der DAX spricht zu uns, aber hören wir auch zu? Wenn sich der deutsche Leitindex mal so stark zeigt, dass es einem schon fast unheimlich werden könnte, dann lohnt es sich meistens, da mal genauer hinzusehen. Aber was ist genauso ungewöhnlich an der aktuellen Entwicklung? Und wie sind die Zeichen zu deuten? Schauen wir es uns an. Wir haben seit Anfang Oktober ganz starke Wochen am Aktienmarkt hinter uns und insbesondere im DAX. Also der hat zum Beispiel den S&P 500 seit Anfang Oktober mehr als 10% outperformed. Das ist richtig viel und lässt sich aber einordnen in die Entwicklung auch in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA. Der Dow Jones Index vergleichbar stark. Hintergrund ist, dass im DAX und auch im Dow Jones mehr Value-Aktien liegen als zum Beispiel Tech- oder Wachstumswerte. Und die Value-Werte werden gerade besonders gesucht. Mit Value meine ich an der Stelle Aktien, die also ein sehr niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben, die aufgrund auch von anderen Kennzahlen einfach niedrig bewertet sind, aber wo das Wachstum nicht besonders hoch ist. Und das sucht der Markt eben gerade. Und trotzdem ist es schon besonders auffällig, wie stark sich die Märkte jetzt zuletzt entwickelt haben. Zumindest von meiner Seite aus ja so, ich bin ja doch eher skeptisch, was den Aktienmarkt aktuell angeht. Aber schauen wir uns mal an, was gibt's denn da für aktuelle Trigger und wie ist jetzt diese aktuelle Situation einzuordnen? Die muss man ja auf jeden Fall mal zur Kenntnis nehmen, eigentlich mit Freude auch, denn wenn es aufwärts geht, grundsätzlich gut, gutes Zeichen für die Weltwirtschaft und damit für jeden Einzelnen. Gestern sind ja die Erzeugerpreise rausgekommen in Deutschland. Die werden zwar viel weniger beachtet von uns als die Verbraucherpreise, also das, was bei uns als Inflation ankommt. Aber die Erzeugerpreise sind ja die Inflation der Unternehmen. Und die sind eben, also hier in Gelb, die Entwicklung der Erzeugerpreise immer die Jahresinflation. Und die ist ja völlig durch die Decke geschossen bis an die 50%-Marke ran. Und ist eben jetzt zurückgekommen auf 35%, was immer noch historisch ohne Vorgänger ist. Aber immerhin, im Oktober sind die Preise im Vergleich zum September um 4,2% gefallen. Und das ist ein gutes Zeichen. Das heißt also, es geht zumindest hier, kann man vielleicht so sehen, schon mal in die richtige Richtung. Und womöglich ja dann auch wieder weiter runter in ja, klassische Gefilde. Gut, das ist natürlich ein Punkt, der jetzt mal voll für die Bullen zu werten ist. Und mir ging es hier an der Stelle aber mehr darum, also gucken wir vielleicht nochmal aufs Gesamtbild, fundamental, wo stehen wir da? Der DAX war ja ganz historisch günstig, jetzt noch vor ein paar Wochen. Also da sind wir hier bei einem KGV angekommen von 10 und zwar hier immer das geschätzte KGV fürs nächste Jahr. Das ist eine sehr gute Größe, das geschätzte zu nehmen fürs nächste Jahr, weil wenn man das Vergangene hernimmt, ist das oft Makulatur, also zum Beispiel Corona, war jedem klar, dass das eine Sondersituation war. Und aber wenn man die Erwartung fürs nächste Jahr nimmt, dann kann man gut einordnen, wie bärisch oder bullisch denn der Aktienmarkt gerade ist. Und eigentlich sind wir gerade immer noch ziemlich bärisch, denn wir sind jetzt hier bei 11,5. Das ist immer noch unter dem langfristigen Durchschnitt. Man muss allerdings auch sagen, wenn es jetzt so käme, wie ich erwarte, dass sich die Wirtschaftsdaten zunehmend eintrüben werden und aktuell die Schätzungen noch zu hoch sind, dann wird es natürlich Sinn machen, dass wir da auch deutlich drunter liegen. Also da kann vielleicht jeder für sich die Informationen rausziehen, die er da am stärksten gewichten würde. Für mich nicht unbedingt ein Kaufgrund, aber muss man sagen, trotz Rally immer noch vergleichsweise niedrig bewertet aktuell der deutsche Aktienmarkt. So, und was jetzt besonders gewesen ist an der aktuellen Rallye ist, dass wir die 200-Tage-Linie, die ja von vielen doch noch immer oder vielleicht auch immer verstärkter beachtet wird, dass wir die einfach mal überrannt haben. Die ist auch ein Faktor in meiner Market-Timing-Strategie. Da habe ich einen Workshop mal zu gemacht. Den können Sie ja auch immer noch buchen. Und Ergebnis ist dann eine Kapitalkurve, die halt den DAX um Längen outperformt, 15% per annum. Und unten sehen Sie also diese, ist eine ganz einfache Strategie letzten Endes, die eigentlich nur zwei Kriterien kennt. Entweder aus dem Markt draußen sein, das ist, wenn der Indikator 0 zeigt. Da war jetzt in diesem Jahr ziemlich lange der Fall. Oder ein Punkt, heißt, man geht normal im DAX mit oder sogar
zwei Punkte heißt, man kann den sogar leicht hebeln. Und auf diesen Wert sind wir jetzt gerade, kann man vielleicht auch ganz leicht so sehen, wieder gesprungen. Das heißt, meine Market-Timing-Strategie setzt jetzt wieder voll auf Long. Wie gesagt, wer da Details zu haben will, ist für den ist vielleicht der Workshop was. Ja, und die aktuelle Entwicklung ist insofern ungewöhnlich, als dass es typischerweise so ist, wenn der DAX an seine 200-Tage-Linie ranläuft, ganz oft das Phänomen, dass er da erstmal sich eine Weile aufhält, dass er anfängt zu kämpfen. Da gibt es dann viele Leute, die nehmen hier Gewinne mit und andere, die würden dann aber einsteigen. Also dann gibt es hier so ein Rumoszillieren. Das gab es zum Beispiel auch die letzten Male, als wir hier 200-Tage-Linie touchiert haben. Dann war hier erstmal Endstation, dann wurde das mehrfach getestet und als wir dann da drüber waren, dann war hier erstmal ja, so eine Richtungsentscheidung, wer stand aus. Und es gibt es aber selten, dass diese Linie hier einfach da einfach der DAX durchmarschiert, einfach da durchrennt. Das ist ein besonderes Zeichen von Stärke. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern das lässt sich auch ganz gut mit harten Daten untermauern. Ich habe Ihnen mal alle, Daten ausgewertet, wo der DAX also die 200-Tage-Linie überschritten hat und in den nächsten zwei Wochen das war jetzt ein bisschen aus der Luft gegriffen, um 4% über der 200-Tage-Linie schließt. Also am 8. November, vor genau zwei Wochen, ist er drüber gesprungen. Und wenn er heute über 14.240 Punkten schließt, das sieht aktuell ja sehr danach aus, dann wäre dieses Kriterium erfüllt. Und das war in der Vergangenheit, seit 1960, 26 Mal der Fall. Wenn man sich jetzt anguckt, wie es dann in den nächsten zwei, drei Monaten, also zum Beispiel 10 Wochen hier, sind 50 Handelstage weitergeht, dann war das in den allermeisten Fällen, ging es weiter nach oben. Und vor allem, wenn man sich jetzt hier die durchschnittliche Rendite anguckt für die nächsten Monate, die sind richtig, richtig stark. Also auch egal, was man sich hier für eine Statistik anguckt, Profitfaktor ist ja meine Lieblingskennzahl, richtig gute Ergebnisse. Das heißt, das ist ein wirklich bullisches Zeichen für den Aktienmarkt für die letzten Wochen des Jahres. Ich habe Ihnen auch mal hier die Einzelfälle mitgebracht seit dem Jahr 1991. Und da sieht man jetzt, wenn man sich das zum Beispiel mal auf 3-Monats-Sicht anguckt, dann sind wir hier, haben wir so auch noch eine richtige Siegessträhne seit 1997, also durch die Bank die nächsten 3 Monate immer positiv beendet. Heißt also in der Konsequenz, das sind gerade richtige und aus technischer Sicht starke Punkte für die Bullen. Das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Und alle, die voll long investiert sind, die nehmen das gerne zur Kenntnis. Ich stand ja, wie gesagt, hier eher auf der vorsichtigen Seite. Und diese aktuellen Daten stellen das Ganze in Frage. Die fundamentale Seite überzeugt mich noch nicht immer. Die kann natürlich nachziehen. Oft ist ja so, dass die Technik zuerst kommt. Und dann hält sich irgendwann das fundamentale Bild auch auf. Wir werden das weiter hier beobachten. Alles Gute.